Meine geehrten Geschwister im Dien, wir werden schon über ein Thema sprechen, was ja vielleicht nicht viele, beziehungsweise womit man jetzt vielleicht nicht rechnen würde, aber es ist eine Sache, die viele Muslime beschäftigt. Nicht jeder ist betroffen, aber viele Muslime haben oder viele Menschen haben ein Problem mit dieser Sache. Und es kann jeden treffen. Und deswegen, inshallah, werden wir diese Sache ansprechen. Und es, das Thema ist ja nie das böse Auge oder der böse Blick eines Menschen. Und das hat ja nie, das trifft sehr, sehr viele Menschen. Und wir werden, inshallah, darüber, über dieses Thema, inshallah, behandeln, damit man, inshallah, sich, seine Familie und so weiter schützt und dann auch keinen Schirk macht und keinen Fehler macht, wenn man sich ja nie davor schützen will und so weiter und so fort, was ja nie oft passiert. Und inshallah, weil ich auch nicht unbedingt gesehen habe, dass viele ja nie darüber schon mal Vorträge gemacht haben oder und viele aber mit diesem Problem leben und wirklich sehr, sehr große Probleme in ihrem Leben haben. Viele Menschen werden krank und eilen zum Arzt und der Arzt untersucht sie und findet oft ja nie oder diagnostiziert eine Krankheit und verschreibt Medikamente. Und die meisten Menschen nehmen dann diese Medikamente und werden mit der Gnade Allahs geheilt. Das ist in den meisten Fällen. Aber manchmal untersucht auch ein Arzt einen Menschen und er findet nichts bei diesem Menschen. Obwohl dieser Mensch Schmerz erleidet. Er leidet und Schmerz verspürt und Schwäche verspürt und Herzrasen und viele andere Arten von oder Fieber hat und so weiter oder von innen brennt. Aber wenn er dann Fieber misst, hat er eine ganz normale Körpertemperatur, 36,5 oder 37 ist es. Ungefähr. Ja. Und auf jeden Fall finden sie dann keine Krankheit bei diesen Menschen. Aber dieser Mensch ist krank. Aber Alhamdulillah wissen wir, warum dieser Mensch krank ist. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla hat darüber berichtet im Koran und in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Und weil wir das erleben in der Realität bei den Menschen um uns herum, passiert das in vielen Menschen. Und viele Menschen klagen darüber. Und viele schämen sich darüber zu sprechen und sprechen natürlich nicht jeden an. Aber sprechen ja nie vielleicht die Prediger an, die Imame an und so weiter. Und suchen nach Heilmitteln, suchen überall nach einem Heilmittel, weil sie ja nie sehr, sehr schlimm leiden. Und manchmal über Monate hinweg und manchmal über Jahre hinweg. Und kein Arzt findet eine Krankheit, nicht mit EKG und nicht mit, mit MRT, also Kernspintomographie oder mit Röntgenaufnahmen und man findet nichts. Aber dieser Mensch leidet und verspürt sehr starke Schmerzen oder andere, oder klagt über andere Sachen oder andere Schmerzen. Und dieser, wir haben alhamdulillah klare Beweise und wir glauben an die Beweise unseres Schöpfers. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Weiß er denn nicht besser, der erschaffen hat und er ist der Allwissende. Wie Allah sagt in Surah al-Mulk. Ungefähr . Weiß er nicht besser über seine Geschöpfe. Und wie gesagt, das Thema ist dieser böse Blick, der Blick eines Neiders, der Blick eines Menschen, der etwas bewundert, sodass eine andere Person durch diesen Blick Schaden bekommt. Ja? Und es kann entweder sein durch einen Neider, es kann auch sein durch eine einfach nur, dass jemand etwas bewundert, etwas gefällt an dieser Person. Und so trifft es ja nie diesen Menschen, der beneidet wurde oder bewundert wurde. Und dann trifft ihn ein Übel, eine Krankheit durch diesen vergifteten Pfeile. Und diese Blicke sind vergiftete Pfeile, wie vergiftete Pfeile, subhanallah. Und die Prüfung, die der Betroffene hat, kann sogar bis zum Tod führen, kann sogar tödlich sein, wie wir inshallah auch beweisen werden.
Und ein solch böser Blick kommt normalerweise meistens von einem Neider, von einem Bösen, von einem Frevler, von einem yani, mit Hass gefüllten Herzen, von einem Menschen, mit, yani, dessen Herz gefüllt ist mit Hass und Neid. Meistens yani, kommt es von diesen Menschen, von schlimmen Menschen, von bösen Menschen, Muslimen auch. Von Neider, die einen sehr, sehr schlechten Charakter und Seele haben. Aber es kann auch kommen von Familienmitgliedern. Von einem Vater, von einer Mutter, von einem guten Freund, von einem guten Bruder, von einem Rechtschaffenen, von einem gottesfürchtigen Menschen kann auch dieser Blick kommen, indem dieser Mensch etwas bei dir bewundert, etwas schön findet und dann vielleicht sogar etwas sagt oder nichts sagt. Auf jeden Fall spricht er keinen Segenswunsch oder kein Segensgebet für dich. Und dann trifft es dich und kann es dich treffen. Und der Beweis dafür ist zum Beispiel der Hadith, der überliefert wird im Muslim von Imam Ahmed und von Abi Umamah ibn Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu, dass er erzählt hat, dass sein Vater Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu einen Umhang hatte und diesen abgelegt hat in einem Ort in der Nähe von Medina al-Munawwara. Und er hat diesen abgelegt und hat yani Wasser über sich gegossen. Yani hat sozusagen yani sich frisch gemacht oder geduscht, ja. Und dann war dort ein Mann, ein Sahabi. Yani ich bin mir beim Vornamen nicht sicher. Ich denke, es war Amir. Auf jeden Fall hieß er Ibn Rabi'a. Ich glaube, Amir Ibn Rabi'a radiallahu anhu. Auf jeden Fall ist er ein Sahabi, der von den Kämpfern von Badr war. Yani nur damit man yani weiß, yani, damit man weiß, yani, dass es nicht irgendjemand war, sondern ein besonderer Sahabi. Weil yani, wenn man die Sahaba aufzählt, wer waren die allerbesten? Nach den ganzen Propheten waren die Sahaba. Von den Sahaba, wer war der allerbeste? Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman, dann Ali. Dann insgesamt diese vier, mit den insgesamt 10, die yani, die frohe Botschaft des Paradieses hatten. Und daraufhin sind wer die Besten der ganzen Sahaba? Alle die Gelehrten haben das aufgezählt. Daraufhin sind das die Leute, die bei Badr waren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil das eine Sache ist, die ich vorher nicht viel, vielleicht vor 10 Jahren gelesen oder gehört hatte, aber mehrere Male von Gelehrten gelesen hatte. Aber es ist ja nie nach meiner Meinung, oder bin ich falsch? بعد العشر المبشرين الذي شاهدوا بدر صح؟ الأفضلية نعم nach den 10, die die frohe Botschaft bekommen hatten, waren die besten die Leute, die bei Badr dabei waren. Die Badr, diese 313 bis 319 Kämpfer, die bei Badr waren, sind die besten Sahaba. Und es war ja nie einer von ihnen. Und ihnen wurde alles verziehen. Die Leute, die bei Badr waren, alles wurde ihnen verziehen, was sie an Sünden danach gemacht haben. Allein wegen dieser Schlacht, weil das ja nie eine große Sache für den Islam war. Eine sehr große Angelegenheit und ein sehr großer Sieg war für die Muslime. Und er gehörte zu ihnen und er hat ihn angeschaut und er hat seinen großen, schönen, kräftigen Körper bewundert. Ja? Er war ja nicht, Maschallah, dieser Sahabi er hatte eine ganz helle Haut und war kräftig und gut gebaut. Und er hat ihn ja nicht bewundert und er hat ja nicht ihn gelobt und er sagte ja nicht so ungefähr, sowas habe ich heute noch nicht gesehen. Ungefähr nie. Kann man ja nicht so gut übersetzen, diesen Spruch, aber er hat ihn so auf eine Art gelobt, wie man normalerweise. Na, so wie man eine Braut yani, lobt ungefähr. Ja? Und er hat, was ist passiert? Im gleichen Augenblick, als er ihn angeschaut hat und das gesagt hat, dieses Sahabi Sahar, paf, ist umgefallen, in Ohnmacht gefallen. Krank geworden, sofort. Im gleichen Augenblick. Der war gerade noch kräftig, gesund, alles in Ordnung. Der hat ein Auge auf ihn yani, geworfen und ihn yani, keinen Segenswunsch oder Gebet gesprochen. Und er ist im Augenblick sofort umgekippt. Und dann hat man das dem Prophet gesagt. Und der Prophet Muhammad hat ihn yani rufen lassen. Und sagte, yani, also der Prophet fragte, habt ihr yani irgendeinen gesehen, der ihn yani komisch angeschaut hat oder ihn yani bewundert hat oder sowas? Dann haben sie gesagt, ja, Ibn Rabi'a radiallahu anhu. Dann hat er ihn yani rufen lassen. Und dann sagte der Prophet Muhammad, der Prophet sagte, er wird ja nicht seinen Kopf nicht mehr heben.
können. Dass er so schlimm getroffen wurde. Dass er in die Platte ist, krank. Der kann sich nicht mehr bewegen, subhanallah. So stark hat er ihn getroffen, yani. Und wie gesagt, und dann hat man ihn yani gefragt. Und dann hat man yani ihm gesagt, yani, dass das dieser Sahabi war. Dann hat er ihn rufen lassen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallam, oder der Prophet sagte erstmal, warum tötet einer von euch seinen Bruder? Warum tötet einer von euch seinen eigenen Bruder? Wenn er doch bei ihm etwas sieht, was ihm gefällt, dann sagte er, hättest du doch gesagt, warum sagst du ja nicht, wenn dir etwas gefällt an deinem Bruder, Allahumma barik. Oder tabarak Allah, masha'Allah. Ja, dass du ja nie dieses Bittgebet oder Segenswunsch sprichst für deinen Bruder. Barakt, ja nie, der sagt ja nie, warum hast du nicht ja nie, barakt, ja nie, warum hast du nicht ja nie gesagt, möge Allah meinen Bruder ja nie segnen. Oder Allahumma, ja nie ungefähr Allahumma barik. Oder masha'Allah, tabarak Allah. Ja, warum hast du ja nicht ein Bittgebet gesprochen? Da wäre ihm ja nichts passiert. Und dann hat er ihm befohlen, dass er sich ja nie, dass er Russen macht, dass er sich ja nie wäscht. Dieser Sahabi, der ja nie diesen bösen Blick hatte, oder diesen bewundernden Blick hatte, er hat ihm befohlen, dass er sich wäscht, Ganzkörperwaschung durchführt und dann dieses Wasser, was er benutzt hat, bringt. Und dann wird das auf denjenigen, ja nie, das Wasser von dem, auf denjenigen, ja nie, geworfen vom Kopf auf, ja nie nach unten, über seinen Kopf gegossen, beziehungsweise er duscht auch damit und dann hat man das gemacht und im gleichen Augenblick ist er aufgestanden und Alhamdulillah, alles war wieder gut und er war sofort wieder gesund. Yani, und nicht, dass einer über ihn diesen Sahabi schlecht denkt. Ja? Der Sahabi, und der Prophet, also man hat ihn auch nicht, yani, er hat ihn nicht getadelt. Yani, weil er einen bösen Blick hatte oder weil er ihm etwas Böses wollte. Er hat ihn yani nur getadelt, dass er nicht yani, dieses Bittgebet gesprochen hat für seinen Bruder. Er hat etwas gesehen, was ihm gefällt. Er hat, warum? Weil das war ja nicht seine Möglichkeit. Es wäre kein Problem gewesen, keine besondere, schwere Sache gewesen, dass er sagt, Allahumma barik. Ja? Deswegen nur das hat er ihm getan. Er hat ihn nicht, weil der Mensch ja nicht ist von seiner Natur, von seiner Schöpfung, Allah hat uns erschaffen, dass wir das Schöne lieben. Weil Allah liebt sogar das Schöne. Allah ist schön und liebt das Schöne. Und so wie wurden wir auch erschaffen, dass wir das Schöne lieben. Und so kann auch ein Rechtschaffener, ein Gottesfürchtiger, sogar ein Sahabi oder einer der besten Sahaba, es kann ihn treffen, aber schaut mal, wie die Sahaba waren. Er hat nicht gesagt, hey, wie, ich habe auf ihn geschaut und bla, und ihr sagt erzählt über mich das. Und nein, es war ganz einfach. Ja, nee, habe ich das gemacht? Kommt da hin und macht das und hat gar kein Problem damit. Ja, er sagt nicht, ja, ihr beschuldigt mich, dass ich ein Neider bin oder so, wie es in unserem Fall wäre. Stellt euch in unserem Fall, in unserem Leben jetzt, du gehst zu einem und sagst ihm, guck mal, du hast ja nicht komisch geguckt oder wie das ich mashallah tabarakallah gesagt und so weiter und mir ist das und das passiert. Der würde mit dir einen Film machen. Der würde Krieg anfangen. Guck mal, wie die Sahaba waren. Ganz einfach. Der macht das. Der hat gar kein Problem damit. Hat einen Fehler gemacht? Er geht zurück zu Allah azza wa jalla und macht er macht dann daraufhin das Richtige, das was er nie von ihm verlangt wird, ja nie von unserer Religion. So ist er nie nichts dabei, dass man etwas schön findet. Das ist eine natürliche Sache, eine Sache, die uns Allah erschaffen hat. Und man kann ja nie etwas bewundern bei seinem Bruder oder bei seiner Schwester oder bei seinem Sohn oder bei sich selbst oder bei seiner Ehefrau oder egal bei wem. Ja nie, und es kann ja nie verschieden sein. Es kann sein bei den Haaren oder bei der Augenfarbe oder bei der Gesundheit oder bei der Stärke oder bei den Muskeln oder bei dem Haus, das man hat oder das Auto, das man fährt oder das Wissen, was man hat oder die schöne Stimme, die man hat beim Rezitieren. Das kann ja nie bei so vielen Sachen sein. Auch sogar in der Religion, dass er rechtschaffen ist oder gottesfürchtig ist oder viel Wissen hat und so weiter. Das kann ja nie. In vielerlei Hinsicht kannst du bei deinem Bruder etwas bewundern, etwas schön finden. Und dann ist das unbedingt von dir verlangt, dass du wenigstens sagst, Allahumma barik, masha'Allah tabarakallah. Möge Allah ihm ja nie noch mehr davon geben. Dass du ja nie das unbedingt sprichst, wenn du bei deinem Bruder, bei deinem Sohn, du kannst ja nicht seine eigenen Söhne
oder Kinder oder Geschwister kannst du ja nie, oder die Mutter kann ihre eigene Tochter bewundern und sie kann dadurch krank werden oder sogar dadurch sterben, subhanallah. Deswegen ist es unbedingt verlangt, dass wenn man bei seinem Bruder, bei irgendeiner Person, irgendeinem Muslim etwas sieht, dass man unbedingt an die Segenswünsche spricht oder Bittgebete spricht, die uns der Prophet Muhammad beigebracht hat. Weil der Prophet Muhammad auch hier sagte, warum sagt ihr nicht, wenn ihr bei eurem Bruder etwas sieht oder seht, was euch gefällt, Allahumma barik, denn das Auge ist Haq, sagt der Prophet, denn das Auge ist Haq. Denn das Auge ist Haq. كما قال عليه الصلاة والسلام. Was viele Menschen auch nicht wissen ist, dass das Auge dich treffen kann, dieser böse Blick, dich treffen kann, sowohl vom Menschen als auch vom Dschinn. Denn du kannst auch einen bösen Blick bekommen und dieses Auge, dieses böse, dieses Auge des Neiders, ja, oder mit Hass erfüllt, mit Neid gefüllt im Herzen, kann dich auch treffen durch den Dschinn, nicht nur durch den Menschen. Vom Dschinn, von diesen Dämonen, yani. Und das ist auch, yani, gibt es viele Überlieferungen, zum Beispiel die Überlieferung in Tirmidhi und Ibn Majah von Sa'id Khudri radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah Zuflucht gesucht hat vor dem bösen Blick der Menschen und der Dschinn. Bis das Allah Azza wa Jal Surat al-Falaq und Surat al-Nas herabgesandt hat und daraufhin hat er dann, yani, Zuflucht gesucht mit diesen Suren, mit den zwei Suren. Aber bis dahin hatte er bei Allah Zuflucht gesucht vor dem Dschinn, vor dem Auge der Dschinn und vor dem Auge der Menschen. Und auch im Haus von Ummu Salama radiallahu anha, die Frau vom Propheten Muhammad sallam, war eine Bedienstete, ein anderer Hadith, da hat eine Dienerin gelebt und der Prophet Muhammad schaute sie an und sah in ihrem Gesicht, yani, dass sie, yani, gelb wurde. Und yani, andere sagten, ein schwarzer Fleck, wie als hätte sie, yani, einen Fleck im Gesicht. Und andere sagten, dass sie, yani, gelb wurde. Und der Prophet Muhammad sagte, yani, sie hat ein Auge getroffen vom Dschinn. Ein Auge des Dschinn hat sie getroffen. Also macht Ruqya für sie, sagte der Prophet. Yani, sie hat ein Auge oder ein böser Blick des Dschinn getroffen, so macht Ruqya für diese Frau. Der Betroffene, der, yani, geprüft wird durch diese Heimsuchung oder Prüfung oder Versuchung, Fadal, bis Saha. Derjenige, der Betroffene, der getroffen wird von diesem Auge, er kann ja nicht viele Merkmale oder viele Symptome haben. Davon Müdigkeit, Faulheit, eine große Vergesslichkeit, Fieber, dass er eine Fieber hat oder spürt, als hätte er Fieber. Dass er sehr viel gähnt und besonders viel gähnt, wenn er Koran liest oder man Ruqya macht, yani man versucht ihn zu heilen mit Koran, Versen, und er dann sehr, sehr viel gähnt. Oder dass er zum Beispiel weint, ohne Grund, grundlos weint. Oder dass er grundlos weint, wenn man anfängt bei ihm Koran zu lesen. Fängt an zu weinen, nicht weil er Demut hat, er weiß selber nicht warum, aber dann kommen einfach Tränen und fängt an zu weinen. Das sind eigentlich viele Zeichen dafür, dass er getroffen wird, oder getroffen wurde von einem bösen Blick vom Auge. Und dieser böse Blick, liebe Geschwister, kann, so wie ich gesagt habe, tödlich enden und tödlich sein. So wie es der Prophet Muhammad überlieferte in Sahih Bukhari und andere Hadith-Gelehrte überlieferten auch diese Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma. Die meisten, die sterben von meiner Umma, sterben nach der Vorherbestimmung Allahs durch
den bösen Blick. Denn die zweitgrößte Ursache, warum die meisten Muslime sterben nach Al-Qadr wal-Qadr, nach der Vorherbestimmung von Allah, die zweitgrößte Ursache ist was? Das Auge. Dass Leute, andere Leute, ja, die beneiden und anschauen oder bewundern, ohne Bittgebete zu sprechen, und daraufhin stirbt diese Person sogar. Subhanallah. Dass du deinen Bruder bewunderst, deine Schwester oder wen auch immer, oder Freund oder einen Muslim, sodass dieser ja nie mit einem Auto fährt und einen Unfall baut und stirbt. Und dadurch, dass du ihn beneidet hast. Subhanallah. Oder dass du ihn triffst mit einem Auge und er bekommt Krankheit und stirbt. Oder stirbt einfach so, ohne eine Krankheit zu bekommen. Und das sind die zweitgrößte Todesursache nach Al-Qada wal-Qadr. Nach Al-Qada wal-Qadr, nein. Eine andere Überlieferung, dass das Auge an jemanden trifft, bis dass er einen hohen Berg oder eine Spitze oder eine Höhe erreicht und daraufhin herunterfällt oder mit dem Auto oder wie auch immer, kippt und daraufhin stirbt. Gibt es auch einen anderen Hadith darüber. Und auch überlieferte auch Jabir radiallahu anhu, dass das Auge bringt den Menschen in sein Grab. Jabir radiallahu anhu überlieferte, dass der Prophet Muhammad sagte, das Auge bringt einen Menschen in das Grab und das Kamel in den Topf. Und es wird überliefert, dass es einen Stamm gab und dass in diesem Stamm, dass dieser Stamm bekannt war, dass wenn jemand in diese Stadt oder in dieses Dorf kam, dass er sofort ein Auge ihn traf. Dieser Stamm, diese Leute waren dafür bekannt, dass sie Laseraugen hatten. Die hatten Xenon-Scheinwerfer hier drin. Ul'iyadu billah. Von Shaitan, so Xenon von Shaitan. Kaum kommt einer in die Stadt, die gucken den an, pack, paf, der ist krank, der stirbt. Subhanallah. Ul'iyadu billah. Und es wird überliefert, dass in dieser Stadt oder von diesem Stamm, wenn die irgendwie Fleisch haben wollten oder so, dass sie direkt irgendwo ein Kamel angeschaut haben, dass sie so große Neider und so schlimme Menschen waren, dass sie, wenn sie irgendwie Fleisch wollten, sie haben ein Kamel angeschaut, mit diesem Shaitan-Blick, baf, ist direkt umgekippt, und dann hat man es ganz schnell geschlachtet, oder geschächtet, ganz schnell geschlachtet, damit es nicht verendet, und dann wurde es das Fleisch sofort dann verteilt oder verkauft. Subhanallah. Und wie gesagt, in den Hadith vom Prophet, dass das Auge jemanden trifft oder dass das Auge den Menschen in das Grab bringt und das Kamel in den Topf, dass man das Fleisch kocht. Wallahu alam, und das haben manche von den Mufassirun, von den Leuten, die den Koran erklärt oder erläutert haben, überliefert, und das kann wegen dieser Geschichte sein. Wallahu alam. Und es gibt auch eine Geschichte von einem Mann, der bekannt war, der auch so bekannt war, dass er Ul'iyadu billah, subhanallah, genau die Seite aufgemacht, mit der Ehe, die ich wollte, subhanallah. Dass ein Mann dafür bekannt war, dass er auch so einen Ul'iyadu billah, so einen Shaitan, so einen Xenon-Blick hatte, mit dem er Leute platt machen konnte. Was hat er gemacht? Der hat extra sich noch hungern lassen, so dass er einen Tag oder ein paar Tage gehungert hat, dass er einen danach daraufhin einen anschaut und ihn dann den Erdboden gleich macht, kaputt macht, subhanallah. Und dann hat man ihm Geld angeboten, sodass er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einem Auge trifft. Und Wallahu alam, hat ein Gelehrter berichtet, dass daraufhin, Wallahu alam, dieser Vers herabgesandt wurde in Surat Al-Qalam, Surat Nun. Die Surat, die nach Surat Al-Mulk kommt. Ja, Surat Al-Mulk kommt im zweitletzten Juz. Und ziemlich am Ende von diesem Vers, von dieser Surah,
In dem vorletzten Vers dieser Sura sagt Allah Azza wa Jalla: وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Yani in diesem Vers sagt Allah Azza wa Jalla: Und jene, die ungläubig sind, möchten dich gerne mit ihren zornigen Blicken zu Fall bringen, wenn sie die Ermahnung hören und sie sagen, er ist gewiss verrückt. Und es wurde ja nie überliefert, wie gesagt, dass ja dieser Mann, dem wurde ja nie Geld angeboten, sodass er den Propheten Muhammad sallam anschaut mit diesem bösen Blick. Und dass er nie 3 Tage extra gehungert hat, damit er richtig gefüllt ist mit Hass und Neid und wal'iyadu billah, so richtiger Shaitan, sodass er dem Propheten Muhammad sallam Schaden zufügt mit seinem Blick. Aber, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal sagte zu seinem Gesandten im Koran: Wallahu ya'asimuka minan nas. Und Allah bewahrt dich vor den Menschen. Und Allah Azza wa Jal hat Muhammad sallam bewahrt. Und alhamdulillah, dieses Auge hat, oder dieser böse Blick von diesem bösen Menschen hat, alhamdulillah, dem Prophet sallam keinen Schaden zugefügt. Moment. Was habe ich gesagt? Habe ich jetzt zufügen können? Wunder, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Satz angefangen habe. Auf jeden Fall hat dieser böse Blick den Propheten keinen Schaden zugefügt. So, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe oder was anderes gesagt habe, ist auch nicht so schlimm, Jani. Ja. Weil man auch, liebe Geschwister, wissen muss, dass das Auge nur dann dieser böse Blick oder dieses böse Auge von einem Neider, von einem Bösen, kann nur dich dann treffen, wenn Allah es zulässt. Das muss man wissen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß, dass man sich auch nicht fürchtet. Nichts trifft dich außer das, was Allah für dich vorgeschrieben hat. Oder das, was Allah zulässt. Und das, dafür ist auch der Hadith bekannt, den ich auch gestern erwähnt habe, in dem der Prophet Muhammad sallam gesagt hat: Und wenn die Menschen sich versammeln würden, der erste von ihnen bis zum letzten von ihnen, und die Djinn sich versammeln würden, der erste Djinn bis zum allerletzten Djinn, sodass sie dir nutzen, so werden sie dir nichts nutzen, außer das, was Allah für dich vorgeschrieben hat. Und wenn alle diese Menschen und Djinn alle sich versammeln würden, um dir Schaden zuzufügen, werden sie dir nichts zufügen können oder nicht schaden können, außer das, was Allah vorgeschrieben hat. Und deswegen, das muss man unbedingt wissen, dass nichts trifft dich, kein Auge und kein Sihr, keine Magie, nichts, keine Armee dieser Welt kann dir irgendetwas, nicht mal pieksen, außer wenn Allah es vorbestimmt hat. Und wenn Allah es zulässt, das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, dass man das weiß. Und das muss man auch erwähnen. Viele, die krank werden oder Prüfungen oder geprüft werden in ihrer Gesundheit, in ihrem Besitz, in ihrer Familie und so weiter, oder in ihrem Studium oder in ihrer Karriere oder wie auch immer, kommen sofort und sagen: Ich wurde ein. Das war ein böser Blick. Und dann fängt man an, schlechte Vermutungen zu haben über die Menschen, die um ihn herum sind. Und er sagt direkt: Nee, das ist ein, sind alles Neider. Und dann fängt er an, schlechte Vermutungen aufzubauen in seiner Nefs und schlecht über alle, die um ihn herum sind, zu denken. Und das ist schlecht und das darf man nicht im Glauben. Das ist schlecht und das darf man nicht, liebe Geschwister. Das führt zu negativer Atmosphäre zwischen den Muslimen. Und es führt zu Einflüsterung vom Shaitan und das führt letztendlich zum Hass zwischen den Muslimen. Und das führt auch dazu, dass manche Leute dann At-Tiyara haben, At-Tiyur, dass sie sogar Aberglaube, das führt zum Aberglauben. Und der Prophet Muhammad sallam sagte, dass dieser Aberglaube Schirk ist. Aberglaube ist ein kleiner Schirk. Und ihr wisst ja, ein kleiner Schirk ist
größer als große Sünden. Nur zum, dass man das erwähnt, dann nicht, dass einer anders denkt. Dass er denkt, das wäre klein, heißt, wäre nicht so schlimm. Und jeder Muslim weiß, dass es dazugehört im Leben, dass man geprüft wird. Durch Krankheit, durch Armut, durch viele Sachen. Man wird halt geprüft im Leben. Dafür sind wir hier. Das ist ein Test. Deswegen soll man nicht alles direkt sagen, oh, ja, da sind die Neider, die sind alle neidisch auf mich. Und das sind diese bösen Blicke. Sofort darauf zurückgreifen. Sofort schlecht über die Muslime denken, schlecht über die Freunde, schlecht über die Glaubensgeschwister, obwohl es natürlich in unserer Zeit sehr viele Neider gibt. Aber nicht sofort alle anderen bezichtigen. Das darf man nicht. Man muss auch wissen, dass, wie ich gerade gesagt habe, nichts passiert, außer dass Allah es vorgeschrieben hat oder es zulässt. Auch wenn es dich getroffen hat, Allah hat es zugelassen. Dass du damit geprüft wirst. Die bessere Frage wäre dann, wie schützt man sich vor diesen bösen Blicken, vor diesem Auge der Neider oder derjenigen, die dich bewundern. Das allererste, liebe Geschwister, und das Wichtigste ist, dass man auf Allah Azza wa Jalla vertraut. Vertrauen auf Allah Azza wa Jalla. At-tawakkulu ala Allah Azza wa Jalla. Das ist Nummer 1. Dass du auf Allah vertraust. Dass du weißt, dass dich nichts trifft, außer wenn Allah es für dich vorgeschrieben hat. Dass du absolutes Vertrauen in Allah hast, in deinem Herzen. Das ist der größte Schutz vor diesen Augen, vor diesen bösen Blicken. Also wie gesagt, das Allerwichtigste ist, dass man auf Allah vertraut. Nummer 2, ein sehr, sehr großer Schutz, liebe Geschwister, im Allgemeinen, dass man auf dem Wege Allahs ist. Viele Leute kommen, Alhamdulillah, ich bin der Vorreiter im Hassen von Nationalismus. Mein Vater hat mich gedrillt, mein Leben lang, von meiner Geburt gedrillt hat er uns, dass wir Nationalismus verabscheuen aufs Allerübelste. Deswegen, Alhamdulillah, aber ich erwähne es nur, ohne dass ich irgendeine Nationalität meine. Aber ich habe gesehen, viele bosnische Brüder oder aus dem Balkan, albanische Brüder, manchmal auch oft türkische Brüder, die kommen sehr oft und beschweren sich. Wallahi, ich wurde getroffen von Auge oder von Magie. Und ich habe so viele Probleme und ich habe Einflüsterungen und ich kann das und das. Und beschweren sich über so viele Sachen. Und dann frage ich sie, weil ich merke, wie sie reden, betest du? Nein, ich bete nicht. Wallahi, subhanallah, du hast nicht dem Shaitan oder den Neider einen Elfmeter geschenkt. Nein, du hast ihm einen Elfmeter geschenkt. Aber was für ein Elfmeter? Du hast ihm einen Elfmeter geschenkt, dass er mit einem normalen Fußball von einem Meter Entfernung in ein Tor schießt, das so groß ist wie von Himmel zu Erde. Erde bis zum Himmel. So ein Riesentor. Hast du ihn für ihn geöffnet und den Ball auf die Linie gelegt. Der soll nur noch in die Hand tupsen, anschubsen. So, dann ist der Ball schon drin. So einen Elfmeter hast du dem Shaitan gegeben, damit er dich kaputt macht. Was hast du für einen Schutz? Wo hast du eine Knautschzone? Wenn du nicht mal auf Allahs Weg bist, wer soll dich davor schützen, dass du getroffen wirst? Allah sagt im Koran zu Muhammad s.a.w. Wallahu ya'asimuka minan nas. Danach sind die wenigen zwei Bodyguards, die der Prophet hatte, sind weggegangen. Er hat gesagt, geht weg. Warum, ja Rasulullah, du bist man will dich töten und so weiter. Der Allah hat mir herabgesandt, Allah wird mich schützen vor den Menschen. Bodyguards, ich brauche euch, ich geht weg. Subhanallah. Aber er ist der Gotteswürdigste. Er ist der Liebling Allahs, Azza wa Jal. Er ist der Beste in der Ibadah. Wie willst du dich denn schützen, wenn du noch nicht mal betest? Oder nur Freitag betest? Wenn du überhaupt, Allah, ob du Muslim bist oder nicht? Wenn du Alkohol trinkst oder verkaufst oder Zinsen nimmst und gibst und so, die schlimmsten aller Sünden machst. Warum soll ich Allah beschützen? Wovor? Womit hast du das verdient? Deswegen ist ein großer Punkt auch, dass du auf dem Weg Allahs bist. Der dritte Punkt ist, daraufhin, oder der dazu gehört,
Azkar, Gedenken an Allah, Schutz zu und zu lesen und Bittgebete zu sprechen, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Der dritte größte Schutz, der dritte Punkt, damit du dich davor beschützt und deine Kinder davor beschützt, ist, dass du Azkar machst. Ganz besonders die Azkar, die Bittgebete und die Schutzsuren des Morgens und des Abends, die sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeden Tag gemacht hat. Die in Husn al-Muslim stehen, in diesem kleinen Buch, Alhamdulillah übersetzt in Deutsch und Englisch und Indonesisch und Chinesisch und in allen Sprachen der Welt, Türkisch, Bosnisch, in allen Sprachen. Da stehen diese Bittgebete drin. Und du kannst ja nie, wenn man die kann, wenn man die auswendig kann, dann hast du alle zusammen in 5 bis 10 Minuten Maximum, hast du die gelesen morgens und 10 Minuten abends. Und du hast dich davor beschützt. Vor vielen, vielen Sachen. Und du hast ja nicht so viel Belohnung, weil da sind nur Jackpots drin. Nur 6er im Lotto mit allem drum und dran, was noch dazu gehört. Und noch viel mehr dazu. Wallahi. Ja, wenn du das nicht machst, dann beschwer dich doch nicht danach, wenn dich ein Übel trifft, wenn du Einflüsterungen hast, wenn du Probleme hast. Wallahi, das ist ein sehr, sehr großer Schutz. Die letzten drei Suren des Koran, Qul huwallahu ahad, und Surat al-Falaq und Surat al-Nas, dreimal zu lesen morgens und dreimal zu lesen abends, schützt dich vor allem Bösen, hat der Prophet ihm gesagt. Oder werden dir genügen. Der Prophet Muhammad sagte auch, wer dreimal morgens, dreimal abends sagt, das gehört auch zu diesen Adhkar, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'u al-alim, der ist bewahrt vor jedem Übel. Ungefähr, yani. Komm, ganz kurz mit Gebet. Dreimal morgens erwähnen oder wiederholen, dreimal abends. Du wirst beschützt. Dreimal diese kleinen Suren lesen. Ein, zwei Minuten dauert das, subhanallah. Du schützt dich davor. Und die anderen, und auch hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Enkel, Al-Hassan und Al-Hussein, hat er auch, yani diese Bittgebete gesprochen, yani bei Allah Zuflucht gesucht, dass sie beschützt werden vor dem Shaitan oder vor diesen bösen Blicken. Hat er auch gemacht, kannst du bei deinen Kindern machen. Und er sagte, yani er hat es gemacht und er sagte, dass auch Ibrahim a.s. es bei seinem Sohn gemacht hat. Subhanallah, eine Sunna von allen Propheten, yani, von anderen Propheten sogar. Ein schönes Bittgebet, was du sagen kannst, damit du nicht getroffen wirst vor diesem bösen Blick, ist zu sagen: A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa kulli aynin lamma. So wie es der Prophet uns beigebracht hat. Steht auch in diesem Buch, inshallah, drin. Könnt ihr lesen und lernen. Und das könnt ihr auch, wenn steigst du gerade ein in deine S-Klasse oder in deinen Audi, Allahu a'lam, A6 oder S4 oder was auch immer, oder hast du iPhone oder was weiß ich, yani irgendwas, was ein bisschen schön ist, oder manche Leute yani vielleicht yani bewundern, oder Kleidung oder irgendwas oder egal was, und du siehst, yani manche Leute sind yani noch nicht so religiös oder Masha'Allah, Tabarakallah, gibt es nicht in ihrem Wortschatz, dann sagst du dieses Gebet. A'udhu bi kalimatillahi tamma, kannst du auch leise sagen, und min kulli shaytanin wahama wa kulli aynin lamma. Wenn du denkst, einer, der so Dunya fixiert, dann sagst du dieses Bittgebet auch. Ist auch wichtig. Oder auch ein Schutz dafür. Na. Es ist auch erlaubt, liebe Geschwister, Sachen, und ich erinnere mich, es ist gerade passiert, alhamdulillah, in Algerien. Ich war ja dieses Jahr auch in Algerien. Und, subhanallah, mein iPhone ist mir nie, vielleicht hier schon, Allah, 20 Mal runtergefallen. Ein paar Kratzer und so Kleinigkeiten. Da war ich in Algerien, subhanallah, habe ich meine Familie dort besucht. Und die meisten hatten kein iPhone. Und manche und die haben auch viel darüber geredet. Oh, iPhone, iPhone. Und da ist ein einziges Mal runtergefallen, paff, das Glas direkt kaputt gegangen. Direkt hat einer seine Xen und Augen bewegt. Oder ja, du willst. Allah musta'an, möge Allah uns bewahren. Aber alhamdulillah, solange es ja nicht nur ein iPhone trifft oder so, ist es nicht so schlimm, alhamdulillah. Solange es nicht die Gesundheit ist oder andere Sachen. Und es gibt Leute, die
Rezitatoren von Koran, die eine wunderschöne Stimme haben, die ja nie beneidet werden oder bewundert werden, und diese Leute haben auch diese schlimme Neid und diese schlimme Herzen, dass ja nie danach ihre Stimme weggeht oder sie danach ja nie keinen Koran vergessen. Er betet und er vergisst, jede dritte Eier vergisst er danach. Man darf aber auch bestimmte Sachen, wo man Angst hat, dass andere Leute sie bewundern oder beneiden, man darf ja auch bestimmte Sachen verstecken. Man soll natürlich nicht so komisches Leben führen und alles irgendwie in Tresoren einschließen und die Rollläden runter machen und so weiter. Nein, normal Leben. Aber man darf bestimmte Sachen oder auch Kinder oder so bewahren oder verstecken vor, wenn man Angst hat, dass andere Leute sie beneiden und so weiter. Und das haben wir auch von welchem Beweis? Vom Koran, von Surat Yusuf, als Ya'qub a.s. zu seinen Kindern sprach, قُلْ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. O meine Söhne, geht nicht in diese Tore oder in diese Stadt hinein, weil die sind zu neunt in diese Stadt hineingegangen. Zu neunt, oder? Nein, zu neunt. Weil Yusuf a.s. und Benjamin waren ja nicht dabei. Da waren ja noch neun Brüder. Er sagt, geht nicht hinein von einem Tor. Warum ja nicht? Das sieht ja nicht, das sah ja nicht aus wie eine Macht. Neun Brüder in einer Reihe. Kräftige Leute und so weiter. Und schöne Gestalten. Das könnt ihr ja nicht. Da können euch Leute bewundern und euch das Auge treffen. Dann sagte Ya'qub a.s. zu seinen Kindern, geht hinein von verschiedenen Toren. Und ihr verteilt euch. Damit euch diese bösen Blicke nicht treffen. Deswegen darf man bestimmte Sachen ja nicht verstecken vor Leuten oder vor Leuten, die ja nicht bewundern und nicht ja nicht Mashallah, Tabarakallah sprechen und so weiter. Nein. Eine wichtige Sache noch zuletzt, die unbedingt zu erwähnen ist, liebe Geschwister, ist, dass viele Muslime, viele schwache Muslime und viele unwissende Muslime als Schutz suchen in Sachen, die erstens nicht schützen und zweitens, in denen man große Sünden macht. Die suchen Schutz vor diesem bösen Blick, vor dem Blicken der Neider, vor diesen bösen Augen, indem sie dieses Auge, dieses blaue Auge, was ihr so oft seht, in den Geschäften, was die Türken Nazar nennen und in manchen arabischen Ländern benutzen auch so Khamsa fi Ainik und diese ganzen Müll, fünf in deinen Augen und solche Schwachsinn, so eine Hand mit einem Auge drin, oder du bilang diese ganzen Blödsinn, den man aufhängt in seinem Geschäft, in seinem Auto, in seinem Haus, an seiner Haustür und so weiter, damit man sich beschützt vor diesen bösen Blicken. Und Allah, liebe Geschwister, diese Sachen nützen überhaupt gar nichts. 0,0. Die nützen gar nichts. Und der Prophet Muhammad sagte, diese Sachen aufzuhängen oder zu benutzen, ist Schirk. Schirk billah. Es ist eine große, sehr, sehr schlimme Sünde, sowas zu benutzen. Und es nützt dir sowieso nichts. Du hast nur große Sünden auf deine Schulter genommen und du hast dich überhaupt nicht davor beschützt. Es bewahrt dich oder deine Familie oder deine Tijara, dein Geschäft, gar nicht vor den bösen Augen oder vor den Augen der Neider oder vor Magie. Ganz im Gegenteil. Nein. Und andere Leute, die Probleme haben oder ihre Kinder Probleme haben in ihrer Karriere, in ihrer Gesundheit, in ihrem Besitz oder wie auch immer, oder in ihrem Wissen, gehen dann, neigen dazu, daraufhin Magier aufzusuchen. Dann gehen sie zu Magier oder zu Hellseher, zu Satanen, Shayatin und Ins. Und dann gehen sie dahin. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte darüber, derjenige, der zu einem Magier oder zu einem Hellseher geht, dessen Gebete werden 40 Tage nicht angenommen. Und er muss beten trotzdem. Aber seine Gebete werden 40 Tage nicht angenommen.
Und wenn er diesem Magier oder diesem Hellseher glaubt, so ist er, hat er Kufr gemacht auf das, was mir, Muhammad s.a.w. herabgesandt wurde. Und wenn einer zu diesem Magier geht, oder zu diesem Hellseher, zu diesen Hellseherinnen geht, und diese Frauen die Karten legen und diese ganzen Schayatin, derjenige, der zu ihnen geht und nur zuhört, alleine hingehen, deine 40 Tage werden dein Gebet nicht angenommen von Allah azza wa jalla. Und was das heißt, das weiß nur Allah azza wa jalla, wie schlimm diese Sünde ist. Und wenn du ihm glaubst, was er dir erzählt hat, du schenkst ihm Glauben, dann hast du Kufr gemacht auf Koran und Sunnah. Wal'iyadu billah. Deswegen, liebe Geschwister, niemals zu diesen Leuten gehen. Und warnt eure Eltern, eure Familien in eure Heimatländern, weil viele machen das leider unwissend und wal'iyadu billah und schwachen Iman und so weiter. Yani, das darf man niemals machen, liebe Geschwister. Da kann man yani, sehr, sehr schlimm enden, wal'iyadu billah. Und als allerletztes erwähne ich, subhanallah, yani, ich weiß nicht, warum yani, ich diese Krankheit habe irgendwie. Ich habe manchmal Angst, dass ich irgendwie anfange, einen Vortrag zu machen und denke mir, Allah, du wirst ja vielleicht nicht genug Stoff haben, um 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu reden. Und dann, wenn ich am Ende angekommen bin, dann merke ich, du hast viel zu lange geredet. War schon zu lang, oder? Nein. Andere. Bruder hat Nein gesagt, mein Bruder hat so gemacht. zuletzt, liebe Geschwister, zu erwähnen in dieser Hinsicht, ist auch yani, zu erwähnen, dass yani, die Brüder, die diese Sache machen, die yani, oft Leute anschauen und Sachen bewundern, weil sie das nicht haben. Du schaust einen Bruder an, der hat ein schönes Auto und du hast das nicht. Und du möchtest auch gerne ein schönes Auto haben, ist auch nicht haram. Yani. Du schaust einen Bruder an, der hat ein schönes Haus, oder er hat Frau und Kinder, er hat viel Wissen, ein Gelehrter zum Beispiel, er hat eine wunderschöne Stimme, wenn er Koran rezitiert, er hat ein wunderschönes Aussehen, schöne Augenfarbe, was auch immer, schöne Kleidung, etwas, was dir gefällt. Es ist nichts dabei, dass dir etwas gefällt. Wallah, ist nichts dabei. Das haben wir ja auch heute gesehen beim ersten Hadith von diesem Sahabi. Warum? Weil Allah hat uns so erschaffen, dass wir das Schöne lieben. In Allah Jamil, yuhibbul Jamal. Allah ist schön und er liebt das Schöne. Und wir wurden auch so erschaffen, dass wir das Schöne lieben. Von unserer Schöpfung, von der Natur, wie uns Allah erschaffen hat. Aber das Schlimme, liebe Geschwister, ist, dass man seinem Bruder oder seiner Schwester es nicht gönnt. Dass man ja nie gerne ja nie das selber hätte. Und er am besten das ihm weggenommen wird und dass der absolut schlimme oder der tadelnswerte Neid, dass du dir wünschst, dass es ihm weggenommen wird und dass es bei dir ist. Dass du dann diese Gnade hast und er nicht mehr. Und das du bist ja dieser schlimme Neid und diese schlimme Eigenschaft bei den Menschen. Das ist sehr, sehr tadelnswert und da, liebe Geschwister, kann man sich sehr vieles kaputt machen. Weil der Neider, auf diese Art und Weise, der Neider, er macht seine Hasanats kaputt, er vernichtet seine Hasanats, so wie das Feuer Holz vernichtet, wenn das Holz brennt. So steht es im Hadith vom Propheten Muhammad s.a.w. Es vernichtet deine Hasanats, deine ganzen Gebete und Fasten und deine Spenden und deine Bemühungen, es macht alles zunichte, subhanallah. Deswegen, yani, und auch wegen dem Hadith vom Propheten Muhammad s.a.w. In Sahih Muslim von Anas ibn Malik radiallahu überliefert, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. was? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Niemand von euch ist gläubig, ehe er das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Ja, du liebst für dich ein viel Wissen oder ein schönes Haus oder Kinder oder Frau oder Auto oder was auch immer, yani, warum wünschst du es dir und deinem Bruder nicht? Du kannst dir es ja nie auch wünschen. Aber du kannst ja nie, yani, dass du dir selber beweist, dass du kein Neider bist, sage dir wenigstens in deinem Inneren oder mit deiner Zunge, auch leise, MashaAllah, Tabarakallah.
möge Allah ihm noch mehr geben. Damit du dir selber beweist auch, dass du kein Neider bist, dann sag das wenigstens. Nicht so gucken und vielleicht bist du ein Neider, aber du sagst nichts einfach. Wenn du dir selber beweisen willst, dass du keiner bist, dann egal was du siehst, was dir gefällt, Allahumma barik, mashallah, tabarakallah. Du musst ihm ja nicht unbedingt selber laut sagen. Kannst du auch machen, aber du kannst auch leise sagen. Allahumma barik. Wo ist das Problem, Jani? Dann zeigst du, dass du kein Neider bist. Zeigst du dir, zeigst du Allah, dass du kein Neider bist. Dass du in deinem Bruder wünschst, dass er das noch mehr hat oder noch mehr davon bekommt. Von dieser Gnade. Weil, Jani, warum sollst du denn neidisch sein auf das? أَتَحْسُدُونَ النَّاسِ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah sagt im Koran, hab ich ja richtig gesagt? Habe ich die Eier richtig gesagt? أَتَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Richtig, alhamdulillah. Beneidet ihr etwa das, was Allah den Menschen von seiner Huld gab? Allah spricht zu dir, Ali. Warum beneidest du das, was Allah den Menschen gegeben hat? Von seiner Huld? Was hast du damit zu tun? Ist er schuld daran, dass Allah ihm diese Gnade geschenkt hat, diese Schönheit gegeben hat, dieses Geld gegeben hat? Er kann selber nicht, Allah hat ihm das gegeben. Dann beschwerst du dich sogar sozusagen bei Allah. Dann klagst du über Allah sozusagen. Weil diese Huld kommt nicht von ihm. Er kann nicht dafür, dass er dieses Geld hat oder diese Schöpfung hat oder dieses Wissen hat. Kommt von Allah Azza wa Jalla. جزاك الله خيرا. Aber ich habe schon gedacht, dass diese Frage kommt. Deswegen, wenn man etwas sieht bei seinem Bruder, bei seiner Schwester, bei seinen Kindern, auch liebe Geschwister, auch wenn du siehst mit deinen Kindern, die in diesen schön oder die sagen was Schönes, sag, oder lesen schön Koran, sag immer Allahumma barik. Allahumma barik, mashallah tabarakallah. Sonst der Vater kann seinen eigenen Sohn oder Tochter oder die Mutter treffen mit einem Auge des Bewunderns, ohne das zu sagen, und das Kind kann krank werden oder einen schlimmen Schaden erleiden. Jazakum Allahu khairan, mubarakallahu fikum. Habe ich etwas Gutes gesagt, war das von Allah Azza wa Jalla einzig und alleine. Habe ich etwas Falsches gesagt oder etwas Schlechtes gesagt oder etwas vertauscht, nur von mir und Shaitan. Und Allah und sein Gesandter sind davon losgesagt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja. Eine Schwester fragt, was soll man machen, wenn einem etwas bei einem Käfer gefällt? Zum Beispiel ein Auto. Beim Käfer sagst du einfach, Allah yahdi. Wenn es ein Kufr von Tawuz ist, wie ein Obama oder Merkel oder Putin oder Netanyahu, Friedrich und so weiter, sagst du La'anatullahi alayhi. Oder du sagst, also Leute, die schlimme Menschen, die entweder selber Muslime und den Islam bekämpfen, töten oder den Befehl dazu geben, alle sind sie gleich. Dann sagst du, weil viele Leute, ich höre diesen Schwachsinn, und ich hasse das, wenn ich das höre, ehrlich gesagt. Man redet über Obama oder über amerikanische Soldaten oder über Leute, die morden, die töten Kinder und Frauen und Muslime und Mujahideen, Awliya von Allah Azza wa Jalla. Wo sagt, einer verflucht sie, nicht fluchen, macht Dua, dass Allah sie recht leitet. Nein, verflucht sie. Möge Allah sie vernichten. Amen. Nicht verhalten. Ich mache Bitte, wir machen Gebete für die allgemeinen, normalen Kuffar. Möge Allah sie recht leiten. Amen. Möge Allah sie alle recht leiten. Amen. Warum machen wir sonst Da'wa? Wir wollen das Gute für sie. Und wenn einer von diesen Kufr, von den Tawarits, von den Satanen wie Bush oder Obama, Blair und diese ganze Müll, wenn einer von denen Islam annimmt, ist er unser Bruder, kein Problem. Es gab Sahaba, wir sagen über die radiallahu anhu, diesen Jannat al-Firdaus, die haben vorher Muhammad s.a.w. bekämpft, mit der Waffe bekämpft, die haben Sahaba getötet. Wenn sie Islam annehmen, dann ist es die Angelegenheit Allahs, weil Allah leitet recht, wen er will.
Ja? Deswegen, wenn einer von den Rechtgeleiteten ist, der andere sagt, dann ist er unser Bruder. Auch wenn er uns davor bekämpft hat oder den Allah beleidigt hat oder bekämpft hat. Aber solange er das macht, weil Muhammad s.a.w. hat nicht immer Dua gemacht für die Kuffar gemacht. Er hat Dua gemacht, yani für manche Kuffar, zum Beispiel yani nach Taif und so. Yani sie wissen nicht, was sie tun. Allah yani, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Oder yani, wie soll ein, nach Uhud, wie soll ein Volk yani, Erfolg haben, wenn sie yani, das Gesicht ihres Propheten s.a.w. yani, verletzt haben oder blutig geschlagen haben. Hat er für sie manche Dua gemacht. Aber als er auch Tawaf gemacht hat, und man hat ihn yani, er hat einmal Tawaf gemacht und die Köpfe von Quraysh haben sich über ihn lustig gemacht und haben ihn beleidigt. Der macht Tawaf und danach steht er da und sagt: Allahumma alayka bi, Allahumma alayka bi Fulan, Allahumma alayka bi Utba, Allahumma alayka bi. Der hat yani, gegen die Köpfe von ihr alle Dua gemacht. Gegen sie gemacht, dass Allah sie vernichtet.